Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lies of P. Ja Leute, wir stecken immer noch in diesem kahlen Sumpf fest. Es ist ein ultra verwinkeltes Gebiet, ziemlich groß mit miesen Fallen. Und wir hatten da schon das Vergnügen mit ein paar Puppen von der Zukunft in der letzten Folge und auch sonstigen Elite-Gegnern und irgendwelche Vorrichtungen, die uns abgeschossen haben, à la Dark Souls 3. Echt witzig. Na, ich mag sowas schon. Ist eine schöne Herausforderung und da sind wir eigentlich schon ganz gut durchgekommen. Ja, aber wir haben den Boss noch nicht gesehen. Ich habe jetzt auf Cam ein bisschen was gemacht und dabei habe ich so einen kleinen Mini-Boss gesehen, aber ich zeige euch das gleich. Und ja, legen wir einfach los, Leute. Also, gute Unterhaltung. So Leute, here we go. Ihr seht schon, ich habe hier eine Maske. Ho, 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 die habe ich eben von diesem NPC. Aber ich zeige euch mal, wo ich den gefunden habe. So, here we go. Es war eigentlich total simpel. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich sie übersehen habe. Schaut mal, hier oben. Da konnte man auch hin. Und hier in der Hütte, da war dieser NPC. Das war eben dieser Doktor. Ihr wisst doch noch, ich habe in der Fabrik gesagt, das war der Doktor. Nein, das war irgendein Überlebender. Hier war der Doktor. Und er hat uns eben auch diese Maske gedroppt. Bin hier runter, habe einen Dialog geführt. Plötzlich hat er mich angegriffen. Okay, ich habe ihn gekillt. Und ja, ich bin nicht Nummer 890. Name kostbar, vergessen. So, jetzt geht's endlich weiter. Weil wir waren ja schon hier und da habe ich ja gesehen, hey, es geht hier weiter. So, wir waren noch nicht drüben. Da unten sehe ich einen riesigen Sumpf. Oh Gott, ich hab's geahnt. Oh, an earthquake. Shit. That came from the direction of Krat Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad. Hauptbahnhof von Krat? Sollen wir dahin zurückkehren? Also, jetzt gehen wir erstmal kurz weiter. Okay, wir kommen rüber. Aha, hier ist... Hä? Wer ist denn das? Für einen kurzen Moment dachte ich, Alidoro. Schatzsuche. I know how this looks, but Hugo. I'm not a thief or anything. I am on a serious expedition. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. Du bist ein Fan. I plan my expedition to follow Alidoro's traces, but this lock has me at a dead end, and I so wanted to explore the Hermit's Cave. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. That's nice. Life is short and life all I can do is keep plugging away. Wir können mit ihm reden über Alidoro. Moment, der entdeckte Schatz erstmal das. My treasure. Well, this is what I've got so far. It's a cryptic vessel. Huh. A sort of cipher device. Kennen wir doch diese kryptischen Dinger. Können wir doch für Nietzsche geben, oder? I think it's a clue to some stolen goods. You know what they say. No honor among thieves. Der gibt es uns. Voll gut. Okay, dann können wir ihn auch über Alidoro ein bisschen was sagen. You never heard of Alidoro? And unlike doch, a lot of the riff-raff and professionalism is important when you're talking about Ergo. Sollen wir es ihm sagen oder nicht, wenn wir die Wahl haben? Everyone cares about the history behind the ruins. That's why Alidoro has the reputation he does. The quality. I know there are rumors about Alidoro lately, but I know jealousy when I hear. Nein, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ja, was jetzt? Die neuesten Gerüchte? The rumors. Alidoro is the last person you'd suspect of crimes like fraud and theft and assault. Fahndungsplakat. I mean, those alchemists must be behind it. Those guys act like they own the ruins and they don't want treasure hunters to earn an honest living. I mean, come on. We're talking about the Alidoro who saved all those. Would you get a load of this? I grabbed it as a souvenir, but it's just was malicious. Ist denn das? Der gibt uns noch mal was. Ah, der Steckbrief von ihm. Aha, gesucht Alidoro. Ein Betrüger, der sich selbst als Schatzsucher bezeichnet, trägt eine Hundemaske. Angeklagt wegen Betrugs, Nachahmung, Diebstahl, Körperverletzung und anderer schwerer Verbrechen. Er ist sehr gut darin, Leute reinzulegen, also seien Sie vorsichtig. Das vermute ich auch fast, weil die Handschuhe mir auch nicht passen. Life is all I can do. Okay, wir können nichts anderes mehr mit ihm besprechen. Aber wir haben ein kryptisches Gefäß bekommen. Gut, und da vorne ist ein Stargazer. Dann reisen wir schnell zurück. Zudem könnten wir zum Hauptbahnhof in Krat gehen, fällt mir ein. Alrighty. Gut, dann gehen wir ganz schnell mal wenigen das Ding geben.
I always welcome. Ja, komm, jetzt mach das mal. Was ist denn da drin? Now, just leave this to me. Das führt uns ja bestimmt auch zu einer kleinen Suche. You will mal sehen, ob wir das schaffen. Always seeks to run. Mal sehen, wo das ist. Aha. Es ist da unten, glaube ich, beim Pilgerpfad, nicht wahr? Eine alte Hütte in der Gruftslums im Malum-Distrikt. Ja, die Gruftslums. Halte Ausschau nach einem kahlen Baum und der Wäscheleine und betrete die Hütte daneben. Ist hier irgendwas? Nichts ist hier. Hier ist gar nichts. Das heißt, mit dem Bahnhof, das habe ich jetzt schon zweimal probiert, weil wir Hinweise hatten. Und irgendwie ist nie irgendwas da. So doof irgendwie. Dann zum Pfad des Pilgers. Da müsste es gewesen sein, glaube ich, so wie es ausgeschaut hat. Da oben sind Sandsäcke. Moment mal. Hier könnte es doch sein. Doch, das ist es. Da steht wer plötzlich. Wer bist denn du? How did you find this place? They sent you, didn't they? Was? Those guys blabber about loyalty, but when the chips are down, they'll stab each other in the back. Was? I don't know what's inside, and I don't really care. Take it with you and hurry. Schlüssel zur Räuberhütte. Welche Räuberhütte? Vielleicht sollten wir doch mal mit dem anderen Kerl reden. Hä? So, vielleicht weiß er, was damit anzufangen. Oder vielleicht geht diese Tür auch auf. Nö. Hä, ich versteh's nicht. Was ist die Räuberhütte? Hä? I don't get it, man. Es muss irgendwo in den Slums gewesen sein. Ich hab's nicht gefunden. Das gibt's nicht. Ja, es muss im Malum-Distrikt sein. Ich glaube, wir haben an der falschen Stelle gesucht. Ich weiß noch nicht, wo. Ich weiß wirklich nicht, wo. Boah. Sterbt! Alle! Scheiße, muss ich jetzt alles hier durchsuchen? Ich habe keinen Plan. Oh. Nee, das ist es nicht. Er ist doch scheiße, wo ist die Räuberhütte? Ja, ist gut. Ja, genau! Die hat mit der Hand da durchgehauen und ich mit dieser Riesenwaffe konnte sie nicht treffen. Oh Gott, ja. Where is it, motherfucker? Where is it? I don't get it. Ich finde gar nichts. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem anderen. Der Typ steht immer noch da. Getting involved sounds like trouble to me. You can find the stolen goods on your own. Wo? Hier irgendwo oder was? In diese Hütte kommt man auch nicht rein. Hier ist es. Ach, leck mich. Es ist direkt daneben gewesen. Alter. Nein, was ist denn jetzt los? Was ist das für ein Arsch? Was soll der Shit? Wo sind wir gelandet? Scheiße. Krass, was es hier für einen Bereich gibt, den man überhaupt nicht gesehen hat. Was? Das habe ich doch gesehen. Ach, jetzt löst sich's auf. Es ist hier gar kein Shortcut. Wo ist der Typ? Jetzt ist er verschwunden, ne? So ein Assi. Okay, aber jetzt holen wir uns das Ding, oder? Wow. Übel. Okay. Aber jetzt. Was ist es? Oh. Boah, was geht? Ein Lebensamulett plus 1? Das erhöht noch mehr die Max-LP. Ja. Nee, das brauchen wir nicht unbedingt. Aber wir haben wieder ein Legionskaliber. Geil. So, endlich wieder zurück. Meine Güte, hat es lang gedauert. Und jetzt geht's endlich weiter. Notizbuch der Wache. Puh. Warum in aller Welt ist das Ding überhaupt hier in Krat? Als die Stadt mich losschickte, um das Monster zu fangen, dachte ich, das sei ein Scherz. Ich dachte mir, wahrscheinlich sei dies eine kaputte Puppe oder ein Bär mit einer Versteinerungskrankheit. Dieses grüne Ding ist riesig. Was zur Hölle hat es denn im Sumpf gefressen, dass es so groß wurde? Oh, ist es das Sumpfmonster? Ich glaube nicht, dass es am Abfallproblem liegt. Ich habe es beobachtet. Es beschützt sein Nest wie besessen und bringt sein Spielzeug gerne dorthin. Die Puppenkörper werden nicht nur als Spielzeug benutzt. Dieses Ding saugt Ärger aus den verschrotteten Puppen, bevor es mit dem spielt, was übrig bleibt. Es ernährt sich von Ärger und deshalb wird es so groß. Das ganze Gebiet ist ein gefundenes Fressen. Ich muss das melden. Ach du Scheiße. Verfluchte Bastarde. Ihr könnt mich alle mal. Ich glaube, der grüne Kerl wurde sicher von den Alchemisten erschaffen.
Oder er ist Ihr Fehler. Wieso ignorieren Sie sonst unsere Verstärkungsanfrage? Sie sind immer so. Wenn Ihnen etwas nicht passt, ignorieren Sie es einfach. Warum haben Sie uns gesandt? Sind wir Beute oder Jäger? Der Typ beobachtet uns immer öfter. Er weiß definitiv, dass wir hier sind. Er sieht uns an, als wären wir Spielzeug. Wachposten bald erobert, Kontrolle über Balliste verloren, unmöglich sie zurückzuerobern. Ich bitte um Vergebung für alle Sünden meines Lebens, der Engel wird uns führen. Das war's dann wohl. Heilige Scheiße, ist das das Sumpfmonster? Oh Gottes Willen, was macht das? Oh shit. Was, ist es schon da? Der Bossfight ist schon da, Leute. Oh Scheiße, was wird das? 6000 Ergo, na egal, macht dir nichts. Wir kriegen es ja immer wieder. Oh shit. Es geht los. What the shit? Oh mein Gott, was ist denn das für eine Monstrosität, Alter? Oh Scheiße. Das sieht wirklich nicht gut aus. Was geht? Gut, da kommt noch eine kleine Sequenz. Aber ich glaube, es geht auch direkt los. Oder? Jetzt geht's los. Okay, los geht's. Grünes Monster aus dem Sumpf. Es gräbt sich in den Boden. Wow! Okay, vielleicht kann man das parieren, weiß ich nicht. Mist. Er macht da noch mal einen Schlag, unglaublich. Okay, shit, hätten wir fast. Scheiß Dreck. Oh, wir gegen Verfall. Wir haben ihn schon. Mist, wir verlieren Energie. Fuck. Okay, wir können uns aber heilen. Oh, du Arsch. Ich muss auch mal Verfall hier. Okay, wir sollten parieren. Wenn wir es mal schaffen. Oder ich block am besten das nächste Mal. Meine Fabelkünste waren total im Witz. Komm jetzt! Wenn er sich so aufrichtet, treffe ich ihn nicht, auch wenn ich direkt vor ihm stehe. Witze, ja? Diese Verzögerung, die die Bosse immer an den Tag legen, ist lustig! Es ist so lustig! Ja, scheiße, jetzt habe ich dich erkannt. Ja, genau. Er macht's gleich nochmal, ist das ein Witz, oder? Naja gut, ist unser erster Try. Was willst du machen? Was willst du machen? Mist. Ja, genau, er macht's ja nochmal. Vier sind es, vier sind es. Treffen ihn nicht. Ist das ein Witz? Geil, geiler Boss. Er macht so schöne Zustände. Wir blocken jetzt einfach. Der trifft nicht mal. Okay, die Waffe leidet. Alter, no way. Nein. Ich habe das falsch ausgerüstet. Jetzt haben wir nie beim ersten Versuch. Ja, bitte macht das mal. Unsere Waffe geht kaputt hier. Der macht's nochmal, ich vergesse es jedes Mal. Okay, weg, lieber. Boah, shit, die Reichweite ist krass. Zur Seite höchstens. Okay, okay, der erste Versuch war kacke, aber es kann nur besser werden. Wir haben ihn. Second try. Oh nein, zweite Phase. Oh Gott, bitte nicht. Andererseits im Second Try ist schon eigentlich ganz gut. Ja, tatsächlich. Jetzt wird er zur Puppe. Der Puppenheini. Scheiß!
Quatsch, was ist denn das? Das sieht ja doof aus. Scheiße, wir haben keine Chance mehr. Er hat wieder komplette Energie. Ja, okay, mal sehen, was er hier kann. Okay, das ist ein Dash Attack, die nicht aufhört. Bist du wahnsinnig? Schau mal den ab. Ja, das ist wahnsinnig, Alter. Ja, ist gut, ne? Boom! Boom! Ja, ist gut, ne? Schaut euch das an. Was ist mit dir, du Hüpferling? Okay. Shit. Scheiße, war sehr knapp. Okay, er ist machbar. Ich habe gecheckt, dass die zweite Phase der abgewrackte Wächter ist. Und noch ein Schlag. Nein, das war nicht mein. Scheiße. Ach komm, Alter, ich hatte ihn doch. Mist. Mann, ich hatte so viel Heilung noch. Mann, oh Gott. Wir hatten ganz schlechte RNG. Gut, zweite Phase. Hoffentlich flippt er nicht wieder so aus. Ist voll nervig, Mann. Was wird er tun? Okay, er macht den Shit. Und nochmal drauf, bitte. Sehr gut, das war schon mal nicht schlecht. Shit, das Timing hätte ich haben müssen. Habe ich aber nicht gehabt. Okay, diesmal hatte ich's. Stimmt, er macht noch einen. Da kriegt er uns nicht. Aber er macht ja dann noch eine rote Attacke. Okay, diesmal gar nicht. Okay, sehr schön. Okay, machen wir Feuer, vielleicht schaffen wir es damit. Leider kein einziges Mal pariert. Okay. Oh nein, schnell weg, das ist das ganz üble Ding. Jetzt kommt der zweite nochmal. Komm jetzt! Jawohl, das war schön. Oh shit, wir müssen aber dahin. Genau. Jetzt haben wir nochmal Feuerwagen. Wir wagen nochmal Feuer. Wir wagen Feuer. Wir wagen einfach ganz viel Feuer. Feuer für dich, Feuer, Feuer. Und weg. Oh shit. Bitte nicht sterben! Wir haben überlebt. Das ist wichtig. Okay. Das ist gut. Man kann ihn da gut parieren. Mist. Und vielleicht. Mist, jetzt kommt noch einer. Und nochmal. Und er ist kaputt. Er ist kaputt. Kaputti. Easy fight. Cool. Eliminated. Goldenes Ergo. Finally, the last hero weapon is in my hands. Alidoro? Reden wir mal mit ihm. I knew you'd do it. I had a feeling you'd be the perfect bait. Ja, ja. I got what I wanted thanks to you. I knew where it was, but I didn't dare lay my hands on it. The swamp is too dangerous. Someday soon, you'll see. You have my thanks. And you've earned a nickname. Alidoro's best bait. Yeah, yeah, klar. See you at the hotel. Thank you for your hard work. Let's go back to the hotel and celebrate. Der Typ ist mir überhaupt nicht geheuer. Ja, gehen wir mal kurz zurück. Er hat sich wieder hierher bewegt. I found the last treasure thanks to you. The saber. A precious artifact from overseas. It'll always remind me of the rascal who stole it, then fell into the nest. I tried to save him, but I failed. Let the punishment fit the crime, I say. And in a twist of fate, die Frage ist, wer ist das eigentlich? Become the weapons.
A great weapon calls for a great warrior. Man kann mit ihm sogar noch reden über das Fahndungsplakat, mal sehen. Hm. What's this? Zu deinen Ehren. Oh dear, your practical jokes go too far. A wanted poster. Let me explain. There is an unscrupulous reporter called Medoro, and he's the epitome of yellow. One time, I didn't give him a certain antique he wanted, and he slandered me, just like this. What has this world come to? Even noble explorers. Ich glaube den irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Lambasted for all to see. Perhaps I should be pleased that this scrap of paper is powerless as this. Das ist seine Reaktion. Mehr passiert anscheinend nicht. Naja, okay. Was können wir für eine Waffe holen? Was ist denn das? Das ist ein Katana? Zwei Drachenschwert. Krass. Hier können wir das mal testen. Sehr flink, oder? Huh? What the shit? Was ist das für ein Monster-Ding? Probieren wir mal die Fabelkünste. What? Alter, was ist denn das für ein... Wahnsinn! Boah, ist das eine krasse Waffe! Hilfe? Und was ist die Grifffähigkeit? Willst du mir jetzt sagen, wir haben geschossen? Okay, ich glaube, das ist eine der besten Waffen in diesem Spiel. Ich habe halt Technik keinen hohen Wert. Fuck! Ist die gut? I recognize it anywhere. Oh, sie reagiert. This is a saber from the country of the morning. You found this in the barren swamp? That's odd. Remember how I said my family were weapon experts? One of my earliest memories is of them. Ja, sie schaut auch asiatisch aus, nicht wahr? Maybe a thief stole this from the Grand Exhibition Gallery. Though it's just... with no one claiming ownership, I suppose it's yours. But take good care of it. This weapon carries a little bit of my heritage. Mach ich. Aber irgendwie hängt Alidoro oder dieser möchte gerne Alidoro mit ihr zusammen und mit dieser Waffe. I know my way around. So, ich glaube, wir liegen ihn. Can it be? It can. It can. Wir liegen ihn. You never fail to surprise me, compagno. Now, allow me to return the surprise. This little wonder creates a... The golden ergo is the purest form of power we can use, and it's nearly perfect. Was baut denn jetzt da? We could power a city block. You see, the alchemists ordered transportation from me, powered by this. I'm not sure, but maybe it's still in their underground base. Just one problem with the base. I don't know exactly where it is. I don't know in exactly either. Oh my. After all, I am the prince of the Krat social scene and I surrendered to their mysticism. Was gibt uns denn jetzt? A secret alchemist's underground lair. Antonia, okay. Come here, child. Come here, child. This is my last chance to get a proper look at you. It's a shame my illness kept me from seeing such a handsome gentleman. Oh, to be young again. You are responsible for this miracle. You have no idea how much it means to me. I have to stay seated as I feel a little lightheaded, but I... Sie sieht auch etwas besser aus, ne? Ihre Krankheit, meine ich. Thank you. If Krat ever holds a proper ball again, I hope you'll ask me for a dance. Ich lache wegen diesen komischen Heulenmaske. Irgendwie unpassend in dieser Situation. Oh, wir kriegen eine Geste. Und wir spüren eine Wärme. Vielleicht haben wir ihre Quest abgeschlossen, Leute. Ich glaube schon. I heard what happened at the exhibition. How frightful. Jetzt erzählt sie uns was über die Alchemisten. I'll tell you one thing. Many secrets are buried in the city of Krat. The same goes for this hotel. Beneath us
There is a passage connected to an underground base. Was? Im Hotel verbunden? Ohne Scheiß. Ego's vein was first discovered. Until the petrification disease, the hotel worked hand in hand with the alchemists. Everything changed when Simon became their leader. Ja, das ist der Oberbösewicht. Oh, I thought the survivors of the exhibition would be different. Just as corrupt. The passageways to the underground base are locked from their side. We can't get through unless we open them. And the underground base is the only way to embark for the Isle of Alchemists. Also haben wir keine Möglichkeit, dahin zu kommen? Perhaps we can get that door open. Die richtigen Alchemisten, so. I heard that some of them occupy the collapsed tower of the train station. And the collapse makes me wonder whether they had something to do with the recent earthquake. Das Erdbeben, was wir vorhin mitgekriegt haben. Also können wir jetzt doch nochmal wieder an den Bahnhof. Ich flipp aus. Wie oft soll ich noch an den Bahnhof gehen, ohne irgendwas zu finden? Ich glaube aber diesmal wirklich. Allerdings machen wir das nächste Mal, Leute, weil wir haben jetzt schon einiges aufgenommen, haben Bossfight geschafft. Und die Folge letztes Mal war ein bisschen lang, also wird die heute ein bisschen kürzer. Irgendwie passend, oder? Und das nächste Mal untersuchen wir endlich den Bahnhof. Mal sehen, wie es da weitergeht. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Thank you.